Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Tarifeinheitsgesetz, also ein Gesetz, das sich mit der Tarifautonomie beschäftigt, sollte eigentlich das hohe Gut der Tarifautonomie schützen. Denn die Tarifautonomie ist ein zentraler Bestandteil unserer sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt schauen wir doch einfach mal ins Grundgesetz rein. Da gibt es einen Artikel 9 Absatz 3. Und in diesem Grundgesetz ist ganz klar geregelt, dass es frei ist, Vereinigungen zu bilden, und zwar für alle Berufsgruppen. Da steht überhaupt nichts davon drin, dass es pro Betrieb nur eine Gewerkschaft geben soll. Und Sie behaupten hier, Frau Ministerin, Herr Vorreder, immer nur davon, Sie reden immer nur davon, dass das Streikrecht nicht eingeschränkt werden soll, dass die Koalitionsfreiheit nicht eingeschränkt werden soll. Da muss man einfach mal ins Gesetz reinschauen. Das stimmt einfach schlichtweg nicht. Sie wollen das Streikrecht einschränken, Sie wollen die Koalitionsfreiheit einschränken. Und das hat auch eine gewisse Logik. Das hat auch eine gewisse Logik, dass Sie Streikrecht und Koalitionsfreiheit einschränken wollen. Warum hat das eine gewisse Logik, dass Sie das einschränken wollen? Die Logik ist eine ganz einfache. Nämlich, wenn Sie das nicht einschränken wollen würden, dann würde Ihr Tarifeinheitsgesetz komplett ins Leere laufen. Nämlich, was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist es, Sie wollen bestimmte Streiks von kleineren Gewerkschaften verunmöglichen. Das ist das Ziel dieses ganzen Gesetzes. Und da muss man sich... Da muss man sich einfach mal die Geschichte dieses Gesetzes anschauen. Bei der sogenannten Tarifeinheit, die wir über 60 Jahre hatten, da gab es ein anderes Prinzip. Es war nämlich nicht so, dass in den vergangenen 60 Jahren das Prinzip Ihres Tarifeinheitsgesetzes gegolten hat, was jetzt das Mehrheitsprinzip ist. Da war der Effekt von der alten Tarifeinheit, dass letztendlich die speziellere Gewerkschaft, da gab es den Effekt, dass insbesondere sogenannte christliche Gewerkschaften das Tarifniveau nach unten ziehen konnten. Jetzt, unter der neuen Regelung, haben wir kleinere Gewerkschaften, die das Tarifniveau insgesamt nach oben ziehen können. Da verstehe ich, dass die Arbeitgeber, da verstehe ich, dass der Wirtschaftsflügel versucht, entsprechend diese Möglichkeit einzuschränken. Es ist logisch, dass der entsprechend dagegen kämpft, dass das Tarifniveau nach oben gezogen wird. Habe ich volles Verständnis dafür. Aber wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, dass die SPD das mitmacht, dass der Arbeitnehmerflügel der CDU das mitmacht. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wir haben jetzt eine Situation, dass das Tarifniveau wieder nach oben gezogen wird. Und wer steht an vorderster Front? Wer steht an vorderster Front, dass das Tarifniveau nicht nach oben gezogen wird? Die SPD steht an vorderster Front. Schämen Sie sich eigentlich nicht für dieses Verhalten? Und dann... Dann kommt noch dazu, dass dieses Gesetz ja auch noch das Gegenteil bewirkt. Was haben wir denn erlebt, dass dieses Gesetz bewirkt, so wie es gestaltet ist? Ein Betrieb. Sie wissen ganz genau, dass ein Betrieb nicht leicht zu definieren ist. Die DB AG zum Beispiel besteht nach Ihrem Gesetz aus 300 Betrieben. Und was führt das dazu? Die Gewerkschaften kämpfen natürlich verbissen darum, in jedem einzelnen Teilbetrieb die größere Gewerkschaft zu sein. Das heißt, die verschärfen die Tarifkonflikte noch, weil nämlich die Gewerkschaft versucht, in jedem einzelnen Teilbetrieb möglichst groß zu werden. Und der Effekt ist, den haben wir gesehen. Den Effekt haben wir gesehen, wir hatten 9 Streiks. Und diese 9 Streiks, die haben Sie als Große Koalition durch dieses Gesetz verschärft und mit zu verantworten. Und stehlen Sie sich da nicht einfach aus der Verantwortung raus und tun so, als wenn Sie nichts damit zu tun hätten. Man muss ja mit einer gewissen Verwunderung feststellen, dass der Vorstand der DB AG und Herr Wieselski vernünftiger ist als die Vertreter der Großen Koalition. Und wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, ob es verfassungswidrig ist. Aber ich habe keinen unabhängigen Juristen, ich selbst bin kein Jurist, aber ich habe keinen unabhängigen Juristen getroffen, der gesagt hat, dieses Gesetz ist verfassungskonform. Das Beste, was Sie sagen konnten, ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es verfassungswidrig ist. Ich meine, wo sind wir denn? Wir verabschieden hier Gesetze, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie verfassungswidrig sind. Jetzt kann man sagen, die Union hat damit Übung. Nämlich, wenn man sich das anschaut, welche Übung die Union damit hat. Erbschaftssteuer von Karlsruhe kassiert, Vorratsdatenspeicherung von Karlsruhe kassiert. Beim Betreuungsgeld schaut es auch schlecht aus, wird wahrscheinlich auch von Karlsruhe kassiert. Ja, wie schaut es denn aus mit der Verfassungstreue der Union? Was ist denn da eigentlich los bei der Union? Wieso machen Sie denn sowas? Deshalb dieses Gesetz, und das ist sowas von eindeutig.
Dieses Gesetz ist antisolidarisch. Es schadet dem Betriebsfrieden. Es schadet der Solidarität in den Betrieben. Es ist verfassungswidrig. Deswegen lehnen Sie es ab. Lehnen Sie es ab. Jeder einzelne Jurist hier im Parlament muss dieses Gesetz mindestens ablehnen. Denn er weiß, was da drin steht. Und er weiß, was es mit unserer Verfassung macht. Bernd Rützel ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion.